Ja, Leute, es ist immer noch World Club Dome. Jetzt ist aber der zweite Tag, heute ist Samstag. Die Stimmung ist fantastisch, hier ist schon ordentlich was los. Wir haben es gerade 7:45 und bei mir sind die wunderbaren Tukalas. Grüß euch, Jungs. Hallihallo. Hallöchen. Hallöchen. Wer ist denn da überhaupt? Wer sitzt rechts von mir? Wer bist denn du da? Ja. Also ich heiße Emil. Grüß dich. Ja, und ich bin der Piero. Piero, genau. Emil und Piero. Genau. Ich bin Krogi, schön, dass ihr da seid. Hallo, wir lernen uns Krogi. Jetzt kennen. Ja. Jetzt müsst ihr erstmal was erzählen. Ihr seid Tukalas, was heißt das? Was macht ihr? Was ist die Idee? Ihr habt nämlich die geile Outfits an. Wir machen gerade einen Podcast. Das genau, heißt, Leute, müssen wir gleich mal erklären. Ne? Sonst ja, genau. Das... Also erstmal unser Name, wir heißen Tukalas, weil wir uns irgendwie gedacht haben, dass alles im Leben hat so zwei Seiten. Mhm. Also es gibt so hell und dunkel, gut und böse, so genau. Yin und Yang. Und wir geil. Fanden irgendwie dieses Prinzip von dieses Bild fanden wir irgendwie sehr gut. Das Coole ist, das kann man auch an unserer Musik widerspiegeln, weil wir haben ja eine Mainstream-Seite, würde ich mal so sagen. Das ist eher die helle Seite und dann gibt es die dunkle Seite. Das ist unser TCTC-Projekt. Ah, okay. Und das ist eher wirklich, wenn die richtigen Club-Lieder, also die gehen richtig in so eine diepe Richtung. Was also so richtig Berlin-Elektro. Genau, weil wir aus Berlin sind, ist das so ein bisschen unsere Form von Berlin-Elektro, würden wir sagen. Was für ein Style ist dann die helle Seite? Na, helle Seite ist alles, was so auf Spotify ist und was die Leute aus dem Radio kennen und so, die Lieder. Dann ist das eher so die mainstreamige Seite. Melodischer wahrscheinlich ein bisschen. Ja, auch, melodischer oder? Und auch einfach anderes Arrangement und so, weißt du? Also ist einfach so ein bisschen poppiger. Poppiger, genau. Es ist einfach so ein bisschen so ein bisschen, poppiger erklärt es eigentlich gut. Es ist immer so schwer für Musiker, so über Musik, also über das die eigene Musik. Ja, das ist irgendwie so, genau, wir können so ein paar Sachen sagen, aber es ist manchmal echt schwer, das irgendwie so in Worte zu fassen. Aber sag mal so ein Buzzword, also genremäßig. Was würdet ihr sagen, wo seid ihr verortet? Na, guck mal, wir kommen aus Berlin. Wir sind in Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen. Insofern sind so Leute wie Paul Kalkbrenner, Oliver Kolecki. Genau, bei der TCTC ist es auf jeden Fall... Mit denen sind wir aufgewachsen. Genau. Genau. Dass wir so erstmal in den Club gegangen sind oder so. Ja. Ey, ihr habt so geile Styles, Leute, das ist Hammer. Ich versuch mal zu beschreiben. Ja, genau, ihr habt irgendwie ein Future-Look, sag ja, ich mal. Sehr gut, schon mal richtig. So ein bisschen, aber auch so ein bisschen Astronauten-Style, weil es ist alles sehr, sehr massiv, was ihr so anhabt. So voluminös, möchte ich fast sagen. Es ist sagen. Auch sehr warm. Ist auch sehr, sehr, man schwitzt aber auch sehr. Es sieht geil aus, ihr habt auch so Handschuhe an, aber so ein bisschen Schlagring-Style, wollte ich gerade sagen. Aber es ist auf jeden Fall massiv, ihr seht elektronisch aus. So, ja, und ihr leuchtet. Wir haben für die Leute, die zuhören, wir haben so eine Hose an und die ist mit Metallfäden genäht. Ach, Quatsch. Und dadurch sieht die so aus... So wie Alufolie, bloß als Klamotte, also als Hose und als Jacke. Alter, insane. Das sieht einfach aus, als ob du eine flüssige Hose anhast. Genau, stimmt, so Liquid-mäßig. Ja, genau. Liquid Metal. Das heißt auch sogar Liquid Metal. Ja. Passt auch sehr gut. Ihr habt auf jeden Fall einen uniken Style. Und ihr leuchtet, ihr leuchtet dann unter der Jacke. Ja, wir haben eine Weste an mit unserem Logo. Die Jacke ziehen wir ein Glück aus, weil das... Ich glaube, das würden wir nicht aushalten mit der Jacke auf der Bühne. Da würden wir, glaube ich, schwitzen umfallen. Jetzt tot. Ey, Hammer. World Club Dome, wie ist es bei euch? Seid ihr öfter hier am Start bei dem Event oder ist es heute Premiere? Oder? Also bei der Winter Edition ist es unsere Premiere und wir waren letztes Jahr aber schon beim Festival. Genau, im Sommer war das. Im Sommer, und da hatten wir diese tolle Stage, die draußen ist. Ja, die war extrem gut. Draußen rechts, keine Ahnung. Im Stadion war das, oder? Nee, es gibt im Stadion eine Bühne, dann gibt es so eine Hardstyle-Bühne draußen und dann gab es eine mainstreamige Bühne und das war voll schön, weil... Weil die war auch extrem voll, weil das cool, das Coole war, weil wir haben auch gedacht, schade, dass wir nicht Mainstage gespielt haben, aber das Coole ist, dass unsere Bühne viel voller war zu der Zeit als Mainstage, weil es war so heiß. Es war so heiß und da war wenigstens ein bisschen Wind irgendwie. Genau. Also eine gute Experience. Genau, sehr gute Experience. Ja, sehr, richtig schön. Wir freuen uns. Ihr habt heute noch eure Show vor euch, ne? Genau, um 21 Uhr. Genau. Habt ihr Bock? Ja, klar. Ja, Bock. Wir haben das ist ja, glaube ich, jetzt die zweite Show, wo wir richtig mit Live-Elementen dabei sind. Kannst du mal erklären, was das bedeutet? Piero spielt Keyboard oder Synthesizer. Genau, ich spiele so Synthesizer und Emil spielt Gitarre, elektronische Gitarre. Ist ja geil. Und dann haben wir noch so einen coolen Vocoder dabei und mit denen, weil wenn man unsere TCTC-Lieder hört, die sind ja auch von uns gesungen. Ja, okay. Und die sind mit Vocoder gesungen und die werden wir dann auch
live performen und singen. Ihr macht mir gerade richtig Laune auf euch, ja, weil ich diese Live-Komponente sehr schätze. Also ich bin selber Drummer. Ah, ja, sehr gut. Und, ah, weißt okay, du, gut. Und ich habe ein bisschen Plan von Musik. Okay, und ich weiß natürlich, dass man Musik produziert und dann hast du eine Show und dann feuerst du ein bisschen was ab. Ja. Aber dass ihr noch diese Hürde einbaut, live was machen zu wollen. Ja, genau, das war auch ein ganz langer Prozess, weil, ja, das hat sehr lange weil sonst hast du ja Soundcheck und so, wenn du live Sachen ja, machst, du machst ja so, hast ja so ein bisschen Sachen und bei der DJ-Welt gibt es sowas oft nicht, deswegen mussten wir uns ein bisschen Gedanken machen, wie man das umsetzt, aber... Genau, wir haben jetzt ein System gefunden, was sehr, sehr sicher läuft, aber es ist immer noch nicht perfekt. Also es ist wirklich so... Also es kann noch was passieren, Es kann immer was passieren und wir haben auch jemand dabei, aber es ist einfach so, dass wenn man... Back-to-back dann spielen will mit jemand anders, ohne dass es quasi kurz ausgeht, ist einfach, haben wir so 2-3 Minuten, wo quasi eben, wenn das Intro noch läuft, wo wir noch schnell Sachen gucken können, dass alles miteinander reden kann und so. Wir freuen uns einfach darauf, weil das macht es einem so, dann hat man richtig Bock, mal Adrenalin und man hat so, ist es geiler. Ich kriege dich Gänsehaut, wenn du davon erzählst, weil so habt ihr jede Show immer wieder richtig neue Sachen zum Abliefern. Ja, genau. Und es ist nicht immer Routine, sondern voll. Du wirst gefordert, was zu tun. Genau. Wie lange macht ihr bei der schon im Duo so, als Buddy so? Ihr wirkt einfach sehr, sehr befreundet, das kann man schon so sagen, oder? Ja, wir machen das jetzt schon. Danach immer über einen Anwalt. Genau, wir haben auch verschiedene Hotels, verschiedene Flüge. Wenn der Liquid Mantel aus ist, ne? Das ist nur beruflich. Wir kennen uns schon voll lange. Seit 2015 machen wir schon Musik zusammen. Ja, ich glaube, das sind jetzt 8 Jahre. Nee. Ja. Und dann Ende 2016. Also Ende 2015, ja. Aber wir sind auf jeden Fall. Ist es das 8. Jahr? Ich bin so schlecht in Mathe. Guck mal. Würde ich schon sagen. Sehr gut. Insofern, wir haben das 7. Jahr haben wir schon überstanden und wir haben jetzt 2020. Das verflixte 7. Jahr. Genau, das haben wir überstanden und 2020 kam ein Lied von uns raus, was Lawful heißt, was ein Cover war von den Cardigans. Okay, kenne ich. Was wir aber uns zu eigen gemacht haben, eigene Akkorde aufgenommen haben und was auch ganz viel geändert haben an dem Originallied. Genau. Und danach kannten uns sehr, sehr, sehr viele Leute. Genau, das haben wir. Insofern gibt es da zwei Starts. Also es gibt einmal den, wo die OGs schon uns kannten. Und jetzt. Real OGs. Genau, und jetzt gibt es nochmal so ein 2020er. Eigentlich hat so 2020 so richtig das begonnen, so ein bisschen vor uns. Wir haben das halt davor so ganz. Wir haben das wirklich 5 Jahre lang alleine gemacht, ohne Label. Genau. Und, eigenes Label. Eigenes Label, haben das selbst vertrieben. Dann haben wir auch ganz viele verschiedene Managements gehabt und waren eigentlich. Bis wir richtig unser Management gefunden haben, mit dem wir jetzt auch arbeiten, hat es ganz lange gedauert. Und bis dahin haben wir das auch so, eigentlich würde ich sagen, fast alleine so eine Sache gemacht. Ja. Deswegen, das war uns auch wichtig, weil wir kennen jetzt so die ganzen Abläufe, wie so die Musikindustrie funktioniert, extrem gut. Also wir können wirklich, bei vielen Sachen mitreden. Ja, mega. Wir lesen uns auch die Verträge durch. Ja, auch wenn es langweilig ist. Aber und ihr seid wahrscheinlich auch mehr mit Herzblut dabei, weil ihr auch wisst, wie schwer es sein kann, das aufzubauen. Das kommt auch. Und vor allem auch, weil ganz viele Leute gar nicht wissen, dass das Musikbusiness auch ganz viel Business ist. Ja, und nicht nur Musik. Du kannst auch sehr gut sein, aber trotzdem nicht erfolgreich sein. Ja, genau. Wie sieht's aus in diesem Jahr? Kann man von euch irgendwas Neues erwarten? Habt ihr welche Pläne? Worauf freut ihr euch? Was geht ab? Wir freuen uns auf live, ehrlich gesagt. Wir haben das erste Mal sozusagen seit letztem Jahr einfach so, dass wir schon so ein Schedule haben für dieses Jahr. Weißt du, also die letzten Jahre war es immer so, es kamen so ein paar Sachen rein und so, aber es war halt, wenn unser größtes Lied kam quasi mit der Pandemie raus, dann war sozusagen 2 Jahre nichts. Okay. Dann gab es Festivals, wo quasi alle Line-Ups schon quasi von den Jahren davor waren. Und jetzt geht es ja langsam erst wieder los, dass man quasi wieder so fresh Start hat. Und insofern ist dieses Jahr einfach für uns live. Wir spielen schöne Live-Shows und wir werden auch eine eigene Tour spielen und so. Und es ist einfach so, das ist für uns so das Highlight einfach, dass wir so rausgehen können und endlich die Leute sehen können, die so unsere Lieder kennen. Ah, sehr, sehr schön. Ja, Leute, ich sehe gerade auf die Uhr hier. Wir haben unsere Zeit schon verbraucht. Ja. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Danke dir. Viel Erfolg. Und Leute da draußen, ballert euch Two Colors rein. Ja. Schön den Stream pumpen immer. Genau, bei Spotify und Co. Und vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir, ja. Tipptopp. Viel Erfolg noch.